Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Willkommen bei Fokus. Der renommierte Hirnforscher, Arzt, Psychotherapeut und Bestsellerautor Joachim Bauer schreibt in seinem jüngsten Buch: Die digitalen Systeme können fantastische Tools sein, wenn wir sie als Werkzeuge unter unserer Kontrolle verwenden. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass sie uns von unserer wichtigsten Energiequelle, und das sind die analogen zwischenmenschlichen Beziehungen, abschneiden. Wie wichtig diese Beziehungen für das gesunde Aufwachsen von Kindern sind, hat Professor Bauer in der letzten Sendung deutlich gemacht. Und auch, wie sehr diese Beziehungen durch digitale Ablenkungen immer öfter leiden. Nicht nur das, da Menschen das Leben in der analogen Welt immer unerträglicher finden, Stichwort Krisen, entfliehen sie in die digitale Welt. Daher auch der Buchtitel von Professor Bauer: Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Im zweiten Teil seines Vortrags, den er in der Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs bei uns im ORF-Funkhaus gehalten hat, geht er nun auf die Auswirkungen dieser Flucht von den realen Problemen in eine digitale Welt genauer ein. Jetzt kommt der zweite Teil meines Vortrages, und ich habe vorhin gesagt, im zweiten Teil will ich die Rolle, die digitale Produkte jetzt bereits in unserer Wirklichkeit spielen, für die Kindheit und für die Jugend und fürs Familienleben ganz kurz anschneiden. Also was haben wir, also ich spreche jetzt mal vor allem über Smartphone an sich, über Social Media und über die Videospiele, über das Gaming, ja, über das Zocken, wie die Jungs sagen bei uns, die Zocken, Videogame spielen. Ja. Und diese digitalen Produkte, die dringen in das Leben von Milliarden Menschen ein, weltweit inzwischen, ne? Und vor allem in den westlichen Staaten, sie dringen ins Familienleben ein, sie haben das Familienleben massiv verändert, nicht? Und sie bringen mit sich einen Abzug von immer mehr Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, einen Abzug aus der realen, analogen Welt in die digitalen, virtuellen Räume. Das ist das, was im großen Maßstab jetzt gerade passiert, in diesen Jahren. Dass unser Lebensmittelpunkt auch von uns Erwachsenen immer mehr aus der realen, analogen Welt, das Miteinander, Meetings und so weiter, rüberrutscht, ne, in die Online-Geschichten, in die digitalen Geschichten, in die virtuellen Welten. Ne? Und im dritten Teil werde ich gleich zeigen, dass dieser Shift von der realen Welt in die digitale Welt, dass der gewollt ist. Der Transhumanismus sagt, ja, das ist unser Fahrplan, da wollen wir euch alle drin haben. Bereits im ersten Teil seines Vortrags hat Professor Bauer deutlich gemacht, wie sehr sich Menschen vom dominanten Smartphone ablenken lassen und Beziehungen dadurch gestört werden. Jetzt zeigt er den problematischen Umgang von Kindern und Jugendlichen damit auf. Fangen wir mal mit dem Smartphone an sich an. Also ich lasse jetzt mal noch Social Media und das Gaming weg. Aber was die Kinder mit dem Smartphone, und das, ich arbeite seit 20 Jahren, trainiere ich Lehrer mit diesen Geschichten, über die ich jetzt gerade schon gesprochen habe. Also weil ich von den Lehrkräften weiß, was läuft mit Smartphones auf dem Schulhof. Und das sind 10-Jährige, die haben bereits ein Smartphone, ja, und die gucken auf dem Smartphone Videos an, und zwar nicht Spielvideos, also Videospiele, sondern die gucken Gewaltvideos an. Die zeigen sich gegenseitig Videos, wo Menschen geköpft werden. Weil die finden das raus. Die geilsten Sachen holen sie sich raus, die ihnen am wenigsten gut tun. Und Pornos, die zeigen die sich gegenseitig, sagen mir meine Lehrkräfte. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und was noch läuft am Smartphone? Cyber-Grooming. Grooming ist, wenn ich jemanden anmache, wenn ich jemanden erotisch anmache, Grooming, wenn ich mich einschleime, erotisch. Und über das Smartphone sind viele Erwachsene, die unter falscher Flagge sich als Jugendliche ausgeben und junge Mädchen anmachen oder auch Jungs, ne, Pädophile, die Jungs anmachen. Ja, du hast es zu Hause schwer, und ich verstehe dich, erzähl mal nicht. So laufen dann diese Dialoge ab, Cybergrooming, ne, und wollen wir uns nicht mal treffen und so weiter. Nicht? Und da sind ganz schlimme Dinge zum Teil passiert. Aber deinen Eltern darfst du nichts sagen, es ist unser kleines Geheimnis. Nicht so läuft es ab. Dann darf die Kleine auch nicht zu Hause reden, weil sie ja versprochen hat, dass sie das nicht tut. Das heißt, dann läuft es unter dem Bildschirm der Eltern ab. Hochgefährlich, Cybergrooming.
Und es gibt Forschung darüber, es gibt Jugendsozialarbeiter, die das erforschen in Deutschland, hoffentlich auch hier bei Ihnen in Ihrem schönen Österreich, die sagen, da läuft unglaublich viel mehr, als wir glauben. Ne? Und das hört man dann nur, wenn da mal wieder ein Mädchen sich verabredet hat und dann umgebracht worden ist, weil der Typ eben nicht 14 oder 12 Jahre alt war, sondern ein alter Sack, der sich als Jugendlicher ausgegeben hat und es geschafft hat, ein junges Mädchen eben in so eine Geschichte reinzubringen. Cybergrooming. Also deswegen sind Smartphones in der zu frühen Kindheit sind hochproblematisch. Und wenn ich das dem Kind schon gebe, nicht vor 10, 11 Jahren, bitte, dann muss ich mit dem Kind darüber sprechen, was da für Gefahren drohen. Das heißt, ich muss aktiv als Vater oder Mutter, am besten beide, mit dem Kind darüber sprechen, was Cybergrooming ist, dass da Leute unter Tarnkappe unterwegs sind. Ich muss darüber sprechen, dass es ganz schlecht für die Psyche, die Seele des Kindes ist, wenn es sich Gewaltgeschichten anguckt und dass es ganz schlecht für die Seele des Kindes ist, sich Hardcore-Pornografie anzugucken. Und das zeigen die sich aber untereinander, leider. Mancherorts wird nun schön langsam darauf reagiert. Die französische Gemeinde Saint-Paul im Süden von Paris hat im Februar die Benutzung von Smartphones im öffentlichen Raum verboten, zum Schutz von Kindern. Die Mehrheit der Bevölkerung hat für dieses Verbot gestimmt. Der Bürgermeister möchte, dass die Kinder in ihrer Freizeit nicht vor den Bildschirmen hocken, sondern mehr herumrennen, lesen oder einfach einmal nichts tun und abschalten können. Professor Bauer kommt nun auf die sogenannten sozialen Medien zu sprechen, die man seit der Erfindung des Smartphones rund um die Uhr mit sich rumtragen kann. 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind dort mehr als 4 Stunden täglich unterwegs. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO liegt dann eine riskante Nutzung vor. Was sind die Motive? Unter anderem, das wird der Arzt für Innere Medizin und Psychiater Joachim Bauer gleich aufzeigen, der Wunsch, Sorgen zu vergessen oder eben der Realität zu entfliehen. Aber nicht nur. Die Social Media, also Instagram vor allem, im Moment bei den jüngeren Menschen, bei den etwas älteren ist ja noch Facebook en vogue oder TikTok und so weiter. Nicht da sind die meisten unterwegs. Warum sind die so attraktiv? Warum sind Social Media für junge Menschen so attraktiv? Naja, aus dem gleichen Grund, über den ich am Anfang meines Vortrages gesprochen habe. Ich habe nämlich gesagt, der Mensch hat ein intrinsisches, in ihn eingebautes, neurobiologisch eingebautes Interesse. Nimm mich wahr, lass mich spüren, dass ich mit dir verbunden bin, dass ich dazugehöre zur Community. Ja? Und das ist das Versprechen der Social Media. Hier schaut jemand auf dich. Wenn du hier bist, dann kriegst du Beachtung, Wahrnehmung, mehr als du im Alltag hast. Und das zieht die Plattformen, also Instagram und Facebook, die sind von den Konstrukteuren bewusst so konstruiert, dass die permanent das triggern, dieses Gefühl, ich bin hier Teil einer Community und ich kann hier nicht rausgehen, sonst bin ich abgehängt. Das sind die sorgen dafür, dass immer wieder neue Reize kommen und dass die betroffenen Jugendlichen nicht rauskommen, sondern dass die dann viele Stunden am Tag drin hängen. Also es ist ein Versprechen, ne? Bei uns hier, wenn du da drin bist in Social Media, wirst du glücklich, weil du da erlebst, dass du Teil der Community bist. Jetzt müsste man ja sagen, dann müssten die doch alle glücklich sein. Sind sie aber nicht. Die Forschung zeigt nämlich, dass je intensiver Social Media von jungen Menschen genutzt wird, desto unglücklicher sind sie. Ja, desto mehr Depression haben sie. Alleine schon 3 Stunden am Tag in Social Media zu sein, verdoppelt das Depressionsrisiko, zeigt die Forschung. Und 3 Stunden am Tag ist für ein 14-, 16-jähriges Mädchen Homöopathie. Das sagt die. Ja. Ich habe heute Morgen mit einer Jugendpsychologin gesprochen, die mir gesagt, die kümmert sich um Kinder, die es schwierig haben. Und die hat mir erzählt, sie hat gerade wieder mit einem jungen Mädchen zu tun gehabt, mit einer Screentime von 47 Stunden in der Woche.
die 7 Stunden am Tag in Social Media. Und das ist so die Liga, da spielen die meisten. Ne? Das heißt, die sind in der Mehrheit ihres nicht-schulischen Alltags sind die auf Social Media unterwegs. Da hat dieser Shift, von dem ich sprach, aus der realen Welt in die digitale Welt, hat da schon stattgefunden. Ne? Und das führt zu Stress. Warum? Warum sind die nicht glücklich? Jetzt habe ich gesagt, die Forschung zeigt, dass die Depressionsrisiko steigt. Warum denn eigentlich? Weil sobald du da drin bist, passiert leider nicht das, was eigentlich das Versprechen ist. Jetzt gehörst du zu einer Community, sondern jetzt passiert Kampf um Anerkennung. Wer ist besser? Wer hat mehr Likes? Wer hat mehr Followerinnen? Wer sieht besser aus? Das ist jetzt plötzlich das Thema. Und das ist so giftig, das wird so giftig interagiert auf den Plattformen, dass die Wirkungen auf die einzelne Userin sind so negativ, dass sie immer das Gefühl hat, sie ist eigentlich nicht gut genug. Warum hat die jetzt mehr Kommentare auf ihren Post gekriegt als ich? Und dieser Kampf, beliebt zu sein in Social Media, der wird so scharf geführt, dass die anfangen, sich gegenseitig schlecht zu machen. Das heißt, wenn eine, die also relativ beliebt ist, merkt, da kommt eine andere und macht ihr den Rang streitig, dann fängt sie an, böse Sachen zu schreiben. Ne? Oder irgendein ungünstiges Foto, was sie zufällig hat, von der zu posten. Ja, und so entsteht statt dem, was sie eigentlich erhofft haben, die Mädels, nämlich dass sie dort Friede, Freude, Eierkuchen und Gemeinschaft haben, stattdessen erleben sie Hass, Konkurrenz, permanenten Konkurrenz und Stress. Und das ist das, was die Intensivnutzerinnen traurig und krank macht. Und ich habe bereits Patientinnen davon gesehen in meiner Praxis, die krank geworden sind wegen dem, was in Social Media passiert ist, ihnen und was sie da erlebt haben. Also man muss den Ansprüchen genügen. Ne? Diese Konstrukteure, die sind richtig toxisch. Ja? Zum Beispiel, Sie wissen ja alle, mit Photoshop können Sie Ihr Foto selber verschönern. Ne? So, das war mal. Inzwischen ist es so, dass auf den meisten Social-Media-Kanälen, wenn Sie ein Selfie machen, ist eine Automatik drin, die das Selfie sofort verschönert. Ja? Jetzt können wir sagen, ja, aber ist doch nicht so schlimm. Jetzt sieht die sich da sofort verschönert und am nächsten Morgen guckt sie sich in den Spiegel. Ja, was macht das jetzt? Ja? Verstehen Sie? Das heißt, jetzt du bist nicht schön genug, da muss was laufen. Also ja, ich muss Verschönerin heißt zum Beispiel schmaler werden, wenn sie vielleicht ein bisschen Bäckchen hat. Ne? Und die Augen müssen größer werden und so weiter. Und das Kinn ist nicht ganz okay. Das hat die Automatik hat es schöner gemacht schon. Jetzt sagt das Mädel, wie sehe ich denn aus? Ich möchte so aussehen. Ne? Und jetzt gehen die Geschichten los. Essstörungen. Kosmetische Operationen. Und das sehen wir bei Zehntausenden in Deutschland pro Jahr bereits, in diesem Altersbereich. Ein für den Selbstwert gefährlicher Jahrmarkt der Eitelkeiten, könnte man sagen. Außerdem dienen soziale Medien, wie man weiß, der politischen Einflussnahme mit manchmal drastischen Folgen, etwa beim Brexit. Und sie dienen der Geschäftemacherei von Superreichen, sagt Professor Joachim Bauer. Natürlich, das sind Geschäftsmodelle, nicht? Das alles, was du in Social Media mit anderen kommunizierst, wird von Spracherkennungssystemen ausgelesen. Und über jede einzelne Social Media Nutzerin und über jeden einzelnen Social Media Nutzer hat das System ein Profil. Und diese Profile werden an Werbetreibende verkauft. Ja? Wenn ich also irgendwas habe, was ich 14- bis 18-Jährigen verkaufen will, ja? Dann kann ich, wenn ich eine Firma habe, dann kann ich mir die Internetadressen kaufen und kann die Werbung, die ich bereitstellen will, dann als Werbung reinbringen in die Social Media Account von den Betroffenen. Ne? Und wenn ich irgendwas für ältere Herrschaften habe, dann werde ich das nicht, weil das läuft zielgenau, dann werde ich das nicht jungen Menschen mit zwischen 14 und 18 präsentieren, ne? Sondern wenn ich irgendwas habe gegen Rückenschmerzen, dann muss schon mittelalterliches Population sein. Und wenn ich ein Schmerzmittel habe, das ich verkaufen will, dann lasse ich mir natürlich von so einem Social Media
Plattform, lasse ich mir die Adresse, passgenau die geben, die ihr zum Beispiel die in ihrer Kommunikation gesagt haben, dass sie Rückenschmerzen haben. Die kann ich rausfischen lassen. So läuft das heute ab, nicht? Und so wird auch politische Werbung gemacht. Das heißt, politische Werbetreibende, also die Kampagne Trump zum Beispiel, nicht? Oder wenn der Herr Putin in unseren westeuropäischen Ländern irgendwas Bestimmtes politisch platzieren will, dann kann er das genauso machen, nicht? Er bezahlt diese Plattformen und gibt dann Falschinformationen rein. Ne? Über Mittelsmänner natürlich, sagt ja nicht, hier ist Putin, ne, sondern das sind dann Mittelfirmen, die von denen man gar nicht weiß, woher sie kommen. Ne, das sind dann Sachen, die auch der Geheimhaltung unterliegen. Also das zu Social Media, riesiges Geschäftsmodell auf dem Rücken der psychischen Gesundheit von jungen Menschen. Und die oberste medizinische Autorität in den Vereinigten Staaten ist der sogenannte Surgeon General. Das ist das, was in Deutschland der Präsident der Bundesärztekammer wäre. Ich glaube, Sie haben sowas Ähnliches sicher auch hier in Österreich. Vielleicht ist es eine Präsidentin. Das wäre besonders schön. Und und der Surgeon General der Vereinigten Staaten ist also die oberste medizinische Autorität. Wichtige Gesundheitsfragen, die Bevölkerung betreffen, zu denen muss er ab und zu, soll er Stellung nehmen. Aber nur zu ganz wichtigen Sachen. Ne? Pandemie und sowas in der Richtung. Und der hat jetzt im April letzten Jahres, also jetzt vor nicht mal ganz ein Jahr, hat er ein Statement rausgegeben und die Überschrift ist: Social Media sind ein Mental Health Risk, also ein Risiko für die psychische Gesundheit junger Menschen. Und wenn der so ein Statement abgibt, dann muss was vorliegen. Das macht er nicht so nebenbei mal aus Spaß und Jux und Dollerei. Ich will Ihnen damit sagen, das ist ernst. Das ist nicht Spaß. Und das ist auch nicht eine Kampagne gegen Social Media, ne? Wie das dann immer dargestellt wird. Rückständige ältere Herrschaften regen sich auf. Das ist Quatsch, ne? Sondern das sind echte Gesundheitsrisiken, von denen wir hier sprechen. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben mit Georg Fabian. In Fokus bringe ich heute den zweiten Teil eines Vortrags von Professor Joachim Bauer im ORF über beziehungsorientierte Pädagogik und wie diese Beziehungen durch die digitale Welt gestört werden. Viele Menschen flüchten sich laut Bauer geradezu aus der Realität, etwa auch in die Welt der gewaltigen und oft gewalttätigen Videospiele. Also Gaming hat auch so eine Suchtwirkung, wo die Kinder nicht mehr rauskommen, die Jugendlichen. Ne? Also Sie kennen wahrscheinlich, hier sind ja viele junge Menschen, das finde ich ganz toll. Fortnite, ne? Ist so zum Beispiel ein vielgespieltes Spiel. Oder GTA, Grand Theft Auto. Ja? Also Fortnite ist so ein Spiel, wo sie abgeworfen werden auf einer Insel mit vielen anderen und wo es darum geht, wer überlebt alleine zum Schluss. Es geht darum, sich gegenseitig abzuknallen und der Letzte zu sein auf der Insel. GTA, Grand Theft Auto, ist ein Verbrecherspiel. Da können sie alles machen. Sie können sich Prostituierte anschaffen, sie können die dann hinterher umbringen, sie können überhaupt Menschen umbringen, sie können Polizeistationen sprengen, sie können Terrorattentate machen. GTA, sie können Autos klauen und damit Rennen machen und Leute totfahren. Alles sowas dürfen sie machen. GTA. Ne? Diese Spiele sind rechtsfreie Räume. Die erlauben wir uns. Ne? Die Spiele kommen alle aus den USA. Ne? Call of Duty, World of Warcraft, ne? Das sind echte Kriegsspiele. Da sind in den virtuellen Welten, also der Gamer hat sein Kinderzimmer, der ist jetzt 14, 16, jetzt hat er ein Jugendzimmer, das ist immer noch der gleiche Raum. Aber jetzt hat er da einen Gaming-Stuhl, extra Stühle, sehen aus wie so Rennfahrerstühle mit Nackenstütze, ja, sieht ganz schick aus. Und dann hat er seinen Controller da, ne? Agiert. Und dann hat er den riesigen Bildschirm, wo eine virtuelle Welt da ist. Entweder es kann eine Science-Fiction-Welt sein, es gibt auch so Science-Fiction-Spiele, wo so Horrorfiguren gegeneinander kämpfen, gibt es auch. Aber jetzt zum Beispiel GTA oder Call of Duty, das sind dann echte Panzer da. Und zwar die Modelle, die es wirklich in den Militärs gibt, in den Armeen der Welt gibt. Ne? Das sind reale Kriegsszenarien. Und natürlich, junge Männer wollen natürlich gute Beschützer werden. Das ist so was, was Jungs gerne machen. Deswegen haben die früher gerne Sport gemacht, weil sie mal die Mädels beeindrucken wollen. Ne?
Und wenn man, das kann man auch da durchmachen, ne? Mädels beeindrucken, indem man sportlich ist. Ne? Jetzt sitzen die da mit ihren wachsenden kleinen Dickbäuchen, ja, und Cola, nicht, und Chips, und glauben, dass das, weil so holen die Anbieter holen die Jungs so ab, ne? Hier kannst du zeigen, dass du gut bist im Kampf. Ja. So werden die verführt. Ne. Aber jetzt passiert nicht mehr das, was früher passierte, als wenn die Jungs Sport gemacht haben und draußen waren, gekickt haben miteinander unterwegs waren im Wald. Ne. Das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt sitzen die da und gamen stundenlang. Ne. Und wir haben Zahlen, die eben das zeigen, dass Hunderttausende von Jungs in Deutschland viele Stunden am Tag gamen. Ne. Zum Teil bis mitten in die Nacht, bis über Mitternacht hinweg. Und die Lehrkräfte, die ich trainiere, die halten mich immer auf dem Laufenden. Wie viele das jetzt im Moment sind, die Hälfte bis zwei Drittel bei den 14- bis 16-Jährigen, die morgens erstmal nachschlafen müssen, weil sie bis 2 Uhr, 2:30 gegamed haben und dann todmüde ins Bett gefallen sind. Und wenn dann jetzt einer von denen vernünftig ist und sagt, mein Papa hat mit mir gesprochen und Leute, jetzt ist 10:30 oder 11, morgen habe ich eine Mathearbeit, ich will mich jetzt ausklinken, da sagen die anderen vier, spinnst du? Wir brauchen dich. Warum? Weil diese Kämpfe, die die machen in den Spielen, da kannst du Levels erreichen. Du kannst aufsteigen. Wenn du gut spielst und die anderen Mannschaften wegputzt beim Kampf, dann steigst du auf. Du kannst im Rang aufsteigen, so wie beim Fußball. Und die sagen, wenn du jetzt abhaust, lässt du uns im Stich. Das heißt, die machen untereinander, haben wir wieder so einen sozialen Druck, dass er nicht raus kann. Und das Geschäftsmodell, es geht natürlich wie bei Social Media auch darum, Geld zu verdienen, die Plattformen. Das meiste Geld wird nicht mit dem Verkauf der Spiele gemacht, sondern das meiste Geld wird durch In-Game-Käufe gemacht, also durch Käufe, die im Spiel stattfinden. Weil wenn Sie nämlich erfolgreich spielen wollen als Gamer, müssen Sie im Game Waffen kaufen, die Sie brauchen, ja? Damit sie bei Fortnite zum Beispiel ist es ganz klar, da ist der Fortnite ist fast kostenlos am Anfang oder ist sogar kostenlos. Aber sie müssen dann im Spiel die ganzen Waffen kaufen, damit sie überhaupt erfolgreich spielen können. Und die kosten reales Geld. Das geht von der Scheckkarte ab. Da zapfen die Gamer ihre Eltern an. Die Scheckkarte der Eltern. Und ich habe einen Vater, der hat mit seinem Sohn, dem er vertraut hat, 16 Jahre alt, gesagt, okay, du kannst 50 Euro am Monat abheben. Ich gebe dir mal die Steckkartennummer. Ne? Und der Junge, das war nicht irgend so ein Halunke, der Junge, ein ganz netter Bub, ja, hat der Vater mir gesagt. Ich habe den Jungen nicht selber kennengelernt. Und dann hat er gesagt, der war mein Patient wegen was anderem. Er hatte eine Depression, aber nicht wegen seinem Sohn. Aber da hat er mir nebenbei, berufliche Faktoren spielten die Hauptrolle. Aber er hat mir so am Rande der Therapie erzählt, also sein Sohn hat ihm 50 Euro pro Monat abheben lassen von seinem Konto über die Scheckkarte. Und nach etwa 3-4 Monaten kriegt er einen Anruf vom Bankberater und der hat ihn ganz freundlich angerufen, Herr So und So, ich will Sie jetzt nicht stören, aber Sie haben ja einen Überziehungskreditrahmen von 5.000 Euro und der ist voll ausgeschöpft jetzt. Und komischerweise versucht immer noch jemand über ihre Scheckkarte versucht, weitere Abhebungen zu machen. Ja, nicht weil der Bub böse ist, sondern weil diese Systeme eine unglaubliche Suchtwirkung haben. Die Vorarlberger Arbeiterkammer hat unlängst darauf hingewiesen und ebenfalls gewarnt. Viele Online-Spiele werben damit, kostenlos zu sein. Wer sich innerhalb eines Spiels verbessern oder ein neues Level freischalten will, kann aber Geld dafür bezahlen. Und das tun immer öfter Kinder und Jugendliche mit den Kreditkarten ihrer Eltern, ohne deren Wissen. Das Suchtpotenzial ist groß, sagt Psychiater und Psychotherapeut Joachim Bauer. Und wir wissen, dass in der Gruppe der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland 1.000.000 3 bis 5 Stunden täglich gamet. Ne? Und 330.000 sind echte Intensivgamer, die gamen mehr als 5 Stunden am Tag. Ne? Das sind repräsentative Untersuchungen gewesen. Ne?
Und die Frage ist jetzt, was sind denn die Motive? Also es ist ja nicht nur so, dass diese Systeme so eine Sogwirkung haben, sondern man muss ja auch mal fragen, warum gehen denn die Kinder da rein? Und man hat die Untersuchungen gemacht, so Befragungen gemacht bei Intensivnutzern von Social Media und von Gaming. Und die Antwort ist vor allem Einsamkeit. Die Kinder sagen, ich fühle mich nicht genügend sozial verbunden. Also das heißt, Kinder, die sich einsam fühlen, haben ein höheres Risiko, da reinzugehen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie sieht die Realität aus, wenn viele Kinder kommen nach Hause von der Schule und da ist niemand. Die sind einsam und leben in irgendeiner Großstadt, wo sie nicht mal anrufen können, hey, Karle, kommst vorbei, wir machen das und das. Sondern gamen sie stattdessen. Weil die Großstädte immer kinderunfreundlicher werden. Einsamkeit ist ein Hauptmotiv, zeigen die Untersuchungen. Langeweile ist ein Hauptmotiv und der Realität entfliehen. Das heißt, viele Kinder erleben die reale Welt, aus der sie sich dann verabschieden, ja, offenbar zunehmend als schwer erträglich. Und das muss uns Sorgen machen, uns Erwachsenen. Dass wir offenbar immer weniger jugendlichen Kindern eine reale Welt bieten, die was hat, wo man sagt, hey, das ist gut, hier zu sein. Sport zu machen, Musik zu machen, irgendwie sich zu bewähren, miteinander unterwegs zu sein. Und das zeigt sich übrigens, die Bindungsforschung hat gezeigt, Kinder, die fehlende Bindungen hat. Wir haben ja vorhin über die Wichtigkeit von Bindungen gesprochen, dass Kinder das Gefühl haben, das sind 2, 3 Erwachsene, für die bin ich wichtig. Und Kinder, die fehlende Bindungen haben, denen es an tragenden Bindungen fehlt, die rutschen vor allem als Intensivnutzer rein in die Social Media und ins Gaming. Und es ist natürlich ein Teufelskreis. Wenn ich jetzt quasi die reale Welt für mich nicht attraktiv ist und ich rutsche darüber, dann hat es zur Folge, dass die reale Welt noch schwieriger wird. Weil ich jetzt natürlich, wenn ich Intensivnutzer bin, meine reale Welt noch mehr vernachlässige. Und jetzt wird die Situation noch schwieriger für den betroffenen Jugendlichen. Und das Ganze, beides hat natürlich massive Auswirkungen für das Familienleben, nicht? Also die Eltern erreichen ihre Kinder nicht mehr. Die sind permanent dran, ja, weil sie selber auch dran sind. Die Eltern, meine ich jetzt. Die Sucht ist bei allen da. Und es findet kaum noch ein Familienessen abends, wo die meisten sich ja dann doch als Familie noch treffen könnten, wo man mal sagt, jetzt sitzen wir uns abends eine halbe, dreiviertel Stunde hin, nehmen das Abendessen zusammen ein und machen die Handys aus. Und der Gamer kriegt gesagt, du komm doch mal bitte runter. Und dann sagt er, nö, das geht gar nicht. Der schließt die Tür ab. Die meisten Eltern, mit denen ich das Problem diskutiere, sagen, der schließt sich da ein. Wenn wir sagen, komm zum Abendessen, da gibt's gar keine Reaktion. Wenn ich Glück habe, sagt mir die Mutter, macht er die Tür einen Spalt auf und lässt die Pizza durch, die ich ihm reingebe. Dann hat sie Glück gehabt, die Mutter. So läuft es heute ab. Das heißt, dieses System, und das muss man sich mal vorstellen, wie quasi diese Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley, wie die weltweit in die Familien reindrücken und die Schicksale bestimmen. Und gerade diese Welt, diese Zeit der Jugend ist nicht, können wir sagen, ja, jetzt machen die halt das, was sollen sie Besseres, haben ja keine bessere Alternative, das ist nicht wahr. In dieser Phase zwischen 10 und 18 Jahren, das ist eine ganz wichtige, prägende Phase für das Leben eines Menschen. Ja, da brauchten Jugendliche auch noch Resonanz. Für was? Dass man ihnen was bietet, dass man sagt, schon mal, was käme denn für dich später mal im Leben in Frage? Sowohl beruflich, dass man sagt, du willst mal ein Praktikum da und da machen, ne? Oder als auch privat, willst du ein Instrument lernen, willst du eine Sportart lernen, in einen Verein gehen, damit du später Hobbys hast, die dein Leben bereichern. Das ist die Phase, wo das eigentlich stattfinden kann. Später findet das nicht mehr statt, ne? Sondern da ist jetzt die Möglichkeit, wo wir auch mit Jugendlichen Resonanz austauschen, wo wir sagen, Mensch, du das machst du so toll, da solltest du noch mehr draus machen. Ne? Wir geben dem Jugendlichen Resonanz und öffnen Möglichkeitsräume. Ne? Du stellst dich beim, ne, der schnitzt vielleicht was oder er lötet, er baut vielleicht Computer zusammen. Ne? Ja?
Das ist Medienkompetenz. Baut oder er programmiert. Mensch, da bestellst du dich so kreativ. Das ist kreativ. Nicht? Ich bin dafür, Medienkompetenz zu entwickeln. Absolut. Und wenn Jugendliche programmieren lernen, dann ist es kreativ. Dann ist das wirklich Medienkompetenz. Und darin sollten wir sie unterstützen. Wenn der aber gamet, dann kann er keine Medienkompetenz entwickeln. Die Verkäufer sagen aber den Eltern, da kann ihr Sohn Medienkompetenz entwickeln. Und die Blöden, die kaufen das dem Buben dann auch, weil sie denken, jetzt wird er medienkompetent. Fakt ist aber, dass er abhängig wird, süchtig wird und gerade nicht medienkompetent wird. Haben Untersuchungen gezeigt, übrigens, dass die Intensivnutzer von Social Media und Gaming gerade nicht medienkompetent sind. Also das heißt, wenn, und die Verkäufer sagen aber den Ministerialbeamten in den Ministerien und den Trägern, den großen Trägern, die die Kitas haben in den Ländern, sagen, damit machen sie ihre Kinder, fördern sie ihre Kinder. Das sind Märchen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nicht? Wenn wir Kindern unter 10 Jahren diese Endgeräte in die Hand geben, fördern wir nicht ihre Medienkompetenz, sondern wir bringen sie in ein Hochrisiko, abhängig zu werden. Das ist das, was wir tun. Und wir bringen eine Entkörperlichung der Kindheit zustande. Wir stören ihre psychische und ihre körperliche Entwicklung. Und man fördert einen Teufelskreis. Aus Einsamkeit fliehen sich viele in die digitale Welt. Umgekehrt machen die digitalen Angebote einsam, weil man verlernt, wie man in der analogen Welt Freundschaften schließt und Beziehungen eingeht, schreibt Joachim Bauer. In Fokus spricht heute Hirnforscher und Bestsellerautor Joachim Bauer darüber, wie die digitale Welt unser Leben verändert. Und er erklärt nun, was wir tun können, um ein menschliches Miteinander zu bewahren. Was soll man jetzt machen? Weil sie jetzt macht er uns hier die Welt schlecht. Ja? Was soll man denn jetzt machen? Reden Sie mit Kindern. Reden Sie mit Ihren Kindern. Und zwar bevor Sie ihnen die Geräte in die Hand drücken, weil irgendwann will er natürlich sein Smartphone haben. Und irgendwann gucken Sie, dass es nicht vor 10, 11, 12 Jahren ist, möglichst. Ne? Die meisten kriegen dann mit um die Zeit 10, 11, 12 Jahre. Nicht? Und die Kinderärzte sagen auch frühestens mit nicht vorher. Ja? Ein Grundschüler braucht kein Handy. Ja? Auch wenn die hysterische Mutter der Meinung ist, dass er es braucht. Ne? Muss man sich ja fragen, wie haben Menschen eigentlich früher gelebt? Wie war es möglich, ne, dass Kinder bis zum 10. Lebensjahr ohne Smartphones überlebt haben? Ne, also das muss nicht sein. Und wenn die Mutter sagt, er muss mich erreichen können, dann kaufen Sie dem 8-Jährigen ein klassisches Handy, wo er nicht ins Internet gehen kann und diese ganzen Gefahren nicht laufen, von denen ich jetzt sprach. Ne? Dann kann er, wenn er einen Stress hat oder meint, er muss die Mutter in der Pause anrufen, dann kann er sie klassisch antelefonieren. Ne? Aber keine Tablets und keine Smartphones vor dem 10. Lebensjahr. Das ist die übereinstimmende Meinung der Kinderärzte, der Kinder- und Jugendpsychologen in den Ländern, in den deutschsprachigen Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland. Also das eine ist, aber jetzt das ist eine Empfehlung. Und das andere ist aber noch viel wichtiger, ist, dass wir mit den Kindern reden, bevor sie das kriegen, dass wir darüber reden, was diese Geräte machen und was die Gefahren sind. Nicht? Also gerade was Gewalt angeht, Einübung von Gewalt, gesetzfreie Räume, nicht Anschauen von Pornografie und Gewalt, dass das nicht gut für die Psyche eines Jugendlichen ist. Ist auch nicht gut für die Psyche von Erwachsenen, das können Sie gleich dazu sagen. Ja. Also, dann werden wir bei der nächsten. Gutes Vorbild sein. Das heißt, wenn Sie dem Jugendlichen in der Familie vormachen, dass Sie praktisch ohne Handy nicht leben können, wenn Sie permanent Fubbing machen mit dem Jugendlichen oder in der Partnerschaft untereinander, dann können Sie nicht erwarten, dass das was fruchtet, wenn Sie jetzt mit dem reden. Das heißt, die Regeln, die Sie mit ihm vereinbaren, mit dem Kind, müssen Sie auch selber für sich gelten lassen. Ja, und es aushalten, dass sie mal für 3/4 Stunde Abendessen dieses Ding wirklich weglegen und ausschalten. Ja, die Welt geht nicht unter, in einer 3/4 Stunde meistens nicht. Ja.
Also miteinander sprechen. Und dann, wenn Sie, bevor das Kind dann was kriegt, also Smartphone oder dann ein Game vielleicht geschenkt bekommt, möglichst nicht, aber wenn halt doch, dann, dass Sie klare Begrenzungen ausmachen, dass Sie mit dem Jugendlichen, bevor er dann irgend so ein Spiel geschenkt bekommt, sagen, maximal eine oder zwei Stunden am Tag und dann ist Schluss. Und dass Sie das auch kontrollieren. Ne? Und dass Sie vor allem den Abend kontrollieren. Tagsüber können Sie es ja oft gar nicht kontrollieren, weil beide Eltern nicht da sind und das Kind zu Hause ist. Ne? Ganz schwierige Kiste. Aber was Sie auf jeden Fall machen können, ist, dass Sie mit dem Kind klar vereinbaren, um 22 Uhr wird der WLAN-Router ausgestellt. Nicht als Strafe, sondern das wird vereinbart. Wir stellen um 22 Uhr in dieser Familie, solange wir hier zusammenleben, den Router aus, damit wir alle gut schlafen können. Oder vielleicht schon um 21 Uhr. So. Also das, damit Sie was mitnehmen können, dass Sie nicht nur einen klagenden Arzt hier sehen, sondern dass Sie auch ein bisschen was Praktisches mit einigen. Reden Sie mit den Kindern und setzen Sie sich daneben, wenn der gamet. Lassen Sie sich mal zeigen. Ich habe das mit vielen Jugendlichen gemacht. Ja. Kann ich mal bei dir sitzen, wenn du gamest? Und ich bin nicht stundenlang dabei gesessen und habe mir das angeguckt. Einfach mal, um diese Atmosphäre zu atmen, was da läuft. Ja. Es ist ätzend. Aber die hängen da voll drin. Aber ich glaube, dass wenn sie Anteil nehmen und der Jugendliche merkt, hey, mein Papa oder meine Mama interessiert sich da, dann bleiben sie im Gespräch miteinander, können sie auch mal über die Sinnhaftigkeit dieser Spiele mit ihm reden. Nicht aggressiv. Keinen Krieg, bringt gar nichts. Nicht mit den Kindern in Krieg gehen. Aber sprechen. Ne? Oder mit der Social-Media-Tochter. Ne? Sprechen. Du, was läuft denn da? Was tauscht ihr aus? Natürlich lässt sie dir nicht das Account lesen. Das macht sie nicht. Aber man darf doch fragen, so wie man, früher hat man die Mädel, hat sie sich mit der Freundin getroffen, da habe ich auch gesagt zu meiner Tochter, jetzt, was habt ihr denn heute Wichtiges besprochen? Da hat sie mir schon ein bisschen was erzählt. Und so kann man ja auch ein Mädchen fragen oder den Jungen, was ist heute auf Social-Media gelaufen? Wie habt ihr euch wieder richtig fertig gemacht? Ein bisschen Ironie, Humor ist immer gut. Habt ihr euch wieder gefetzt? Und wenn ja, wie? Und wer hat gerade Oberwasser und wer wird untergetaucht? Wer wird gedisst? Wer ist die Königin? Kann man doch mal reden. Die reden dann schon, die Kinder. Die sind gar nicht so. Aber das Wichtige ist, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Das ist mein Rat an Sie. Als Realitätsverlust in Vollendung bezeichnet Hirnforscher Joachim Bauer die Philosophie, die hinter all dem steckt, den sogenannten Transhumanismus. Deren Vertreter glauben laut Bauer an das baldige Ende dieser Welt und suchen daher nach Möglichkeiten, anders weiterzuleben, etwa indem man sein Gehirn mit Maschinen vernetzt, es schlichtweg auf einen Computer hochlädt. Manche glauben gar, dass unsere Welt ohnehin nur eine Simulation sei, etwa Philosoph David Chalmers. Jetzt kommt eigentlich das Interessanteste. Hinter dieser riesigen Welle, die wir da erleben, gibt es eine Ideologie, da gibt es ein Konzept, eine Philosophie. Ich nenne es lieber Ideologie, aber die nennen das Philosophie. Und dieses Konzept, man kann es auch Philosophie nennen, weil der weltweit einflussreichste Philosoph vertritt es. Und das ist ein Mann namens David Chalmers, CH vorne. David Chalmers. Chalmers, David Chalmers. Der hat in einem Buch, was letztes Jahr erst rausgekommen ist, Realität Plus ist der Name dieses Buches, in einem sehr einflussreichen Buch, was sehr weltweit viel gelesen wurde, hat er das alles vertreten, was ich jetzt über den Transhumanismus erzähle. Aber David Chalmers ist nur einer derer, er ist vielleicht einer der einflussreichsten. Dieser Transhumanismus wird von der Gründervater ist ein Top-Manager eines großen Technologiekonzerns im Silicon Valley, der heißt Ray Kurzweil. Haben einige vielleicht gehört. Ray Kurzweil ist der Name. Der hat quasi das Grundmanifest des Transhumanismus geschrieben. Und weitere Namen, die man hier nennen muss, also sind die reichsten und einflussreichsten, mächtigsten Männer der Welt, die hinter dem Transhumanismus stehen. Nick Bostrom, Mark Andreessen, Elon Musk, natürlich, der darf nicht fehlen. Nicht? Peter Thiel
Und nach außer David Chalmers noch ein weiterer Philosoph, Yuval Harari gehört da auch dazu. Und das Wichtigste, was ich gleich klarstellen will, weil Transhumanismus klingt nach Humanismus. Transhumanismus ist ein Antihumanismus, das ist genau das Gegenteil von Humanismus. Und der Transhumanismus sagt Folgendes. Der Transhumanismus sagt, Menschen sind Maschinen. Wir sind auch nur Maschinen, Algorithmen. Der Kopf ist nichts anderes als ein biochemisch-biologischer, physikalischer Algorithmus. Ja? So wie Computer auch. Ne? Und die sagen, Computer, die modernen KI-Computer, die Computer mit künstlicher Intelligenz, sind bessere Maschinen als wir. Da wir ja Maschinen sind, kann man uns ja vergleichen mit Computern, weil beide sind ja Maschinen. Wer ist die bessere Maschine? Die bessere Datenspeicherung und Informationsverarbeitung hat natürlich haben die KI-Computer. Und jetzt sagt der Transhumanismus, ja, wir schneiden da schlecht ab, ne? Computer, sagen die, mit KI haben auch Bewusstsein, können es jedenfalls haben, in Kürze. Manche glauben, dass schon die jetzigen KI-Computer Bewusstsein hätten und verbreiten das auch, ja. Oder sie haben einen Willen. Und dann gehört zum, und das ist, findet, der Transhumanismus macht eine Einschüchterung der Menschheit, indem er sagt, diese Maschinen sind mächtiger und klüger als wir. Und die, da sie ein eigenes Bewusstsein und Willen haben, werden sie irgendwann dazu übergehen, uns auszulöschen, weil wir nicht so gut sind. Ja. Also wir stehen möglicherweise vor der Abschaffung als Spezies. Das gehört zum Programm, zum den Glaubenssätzen des Transhumanismus. Aber bevor es soweit ist, haben sie eine Reihe von Ansagen. Wir sollen auf jeden Fall schon mal rüberwechseln in die digitale Welt. Das heißt, die Zukunft, sagen die, ist ausschließlich die digitale, die virtuelle Welt, das Metaversum, also eine künstliche Welt, in der wir dann mit Brillen oder ja, mit, also statt nicht mehr so wie bei den Gamern, bei den Videospielern mit riesigen Bildschirmen, sondern wir haben dann Brillen, in denen wir in diesen virtuellen Welten sind. Und David Chalmers sagt auch, dass in naher Zukunft wird es dann so sein, wenn die Erde immer unbewohnbarer wird, dann kann man sich in so große Kühlhäuser einlagern lassen, seinen Körper, hat diese Brille auf und lebt dann den ganzen Tag in dieser virtuellen Welt. Sagt Dave, können Sie bei David Chalmers nachlesen. Ja? Metaversum heißt diese künstliche Gesamtwelt, in der sie dann praktisch, wer für die Körper in den Kühlhäusern sorgen soll, darüber hat er nichts gesagt. Das wäre ja, also sieht man mal, wie weit die denken. Ne? Aber die sind so besessen von dieser Vision, dass sie das schreiben, ohne solche wichtigen, das zu Ende zu denken, was das dann eigentlich bedeutet. Ne? Gut. Und jetzt sagen sie, also bevor wir ausgelöscht werden, gibt es noch, außer dass wir vielleicht eingelagert werden, gibt es noch die Möglichkeit, in Kürze, sagt auch David Chalmers, sagen auch die anderen von mir genannten, in Kürze wird es möglich sein, da wir ja nur Maschinen sind, die ganze Informatik, die im Gehirn eines Menschen drin ist, die zu erfassen und auf einen Computer aufzuladen und das Bewusstsein des Menschen, eines einzelnen Menschen, damit mit auf den Computer zu bringen. Das heißt, das nennen die Mind Uploading. Der Mind ist das Bewusstsein, der Geist, the Mind. Ja? Und wenn man den Geist auflädt auf den Computer, dann heißt es Mind Uploading. Davon reden, die können Sie googeln nach dem Vortrag. Ja, dann sehen Sie, ich erzähle Ihnen nichts vom hohen Ross runter. Das alles erzählen die. Das ist, gehört zur Propaganda, zur ernsthaft ausgesprochenen und überall zu lesenden Propaganda des Transhumanismus. Mind Uploading. Und die sagen, in Kürze werden wir so weit sein, technologisch sagen die, dass der Geist, das Bewusstsein eines einzelnen Menschen durch Mind Uploading auf einen Computer hochgeladen werden kann und dass das Bewusstsein damit hochwandert und dass wir dann ewiges Leben auf dem Computer haben. Ja? Ewiges Leben auf dem Computer. So. Das ist das Versprechen. Und jetzt sehen wir die Dynamik. Wir sollen also kaufen, wir sollen mitmachen, wir sollen diese Hoffnungen mittragen, Geld ausgeben. Und das Versprechen ist ewiges Leben. Wo hatten wir das denn schon mal? Mittelalter. Geld ausgeben, Ablasshandel. Die katholische Kirche der damaligen Zeit, die hat sich inzwischen modernisiert. Aber damals war das so. Gebt uns Geld
Und wir versprechen euch ewiges Leben im Jenseits. Je mehr Geld ihr gebt, desto mehr ewiges Leben. Und jetzt haben wir so etwas Ähnliches wieder. Und was wir noch haben, wir haben ein paar Dinge, die sich jetzt wiederholen. Im Mittelalter, wir wissen, was ihr denken sollt. Wir geben, was wir euch sagen, ist die Realität. Wir deuten, wie wir die Realität deuten, so ist es richtig. Nämlich, ihr seid nichts wert, wir sind die Adligen und die Kardinäle, wir sind über euch. Und das ist bei den Tech-Konzernen wieder genauso. Wir geben euch Feeds, wir manipulieren euch mit den Informationen, die wir auf eure Konten, auf eure Accounts geben. Die Informationen, auch die Nachrichten. Viele Menschen lesen ja heute gar keine Zeitung, hören auch kein Radio mehr, sondern kriegen ihre ganzen Nachrichten über das, was ihnen die Social Media Plattformen zuliefern. Das ist die vollständige Informationsmanipulation. Du suchst dir nicht mehr selber aus, was dir gemeldet wird, sondern dir wird die Wirklichkeit mitgeteilt. Und zwar mitsamt Deutungen. Wir denken für dich. Das hatten wir auch schon mal. Und das Ende des Mittelalters war die Aufklärung. Die hat gesagt, nein, was hat Immanuel Kant gesagt? Wage es, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Und es gibt keine Hierarchien von welchen, die es besser wissen und die unten sind und doof sind. Nein, wir wollen Bildung haben. Jeder soll gebildet werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Jeder soll eine gute Bildung haben. Dieses Konzept kippen die heute wieder. Und deswegen habe ich in meinem Buch Realitätsverlust nicht nur darüber geschrieben, dass wir eben aus der analogen Realität immer mehr rübergehen in diese virtuellen Welten, was ja zum Fahrplan des Transhumanismus gehört. Das wollen die ja auch, weil es ihre Geschäftsmodelle bedient. Ja, dass wir eben auch aufhören, selber zu denken. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank. Eine Debatte, die für oder gegen digitale Systeme, für oder gegen digitale Endgeräte geführt wird, läuft falsch, sagt Professor Bauer. Die einzig entscheidende Frage ist, ob die Systeme uns dienen oder uns beherrschen, ob sie unser Werkzeug sind oder wir zu ihrem Werkzeug werden. Er hält nochmal fest. Die Maschinen haben kein Bewusstsein. Sie können nützlich sein, wenn sie gut gefüttert und genutzt werden. Und man muss schauen, dass immer ein Mensch die letzte Verantwortung trägt. All das kann man auch nachlesen im jüngsten Buch von Professor Joachim Bauer. Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Es ist im Heine Verlag erschienen. Der Vortrag wurde im ORF-Landesfunkhaus Dornbirn aufgenommen. Er war Teil der Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs. Wie immer können Sie diese Sendung auch als Podcast nachhören. Es würde mich interessieren, was Sie zu diesem Thema sagen. Mein Name ist Georg Fabian. Danke für Ihr Interesse.